So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Erfolgsinterview. Heute wieder mit einer unserer sehr erfolgreichen Teilnehmerinnen aus der Masterclass, nämlich mit Gabi. Und das Schöne ist, Gabi macht im Endeffekt Schluss mit vielen Vorurteilen, denn Gabi ist eine Frau und es sind ja relativ wenig Frauen wirklich auch unternehmerisch erfolgreich. Zwei Gabis 40 Jahre jung, das heißt auch Alter ist keine Ausrede und als sie mit ihrem Onlineshop gestartet ist, war sie Vollzeit im Außendienst tätig. Das heißt, sie ist ein perfektes Beispiel dafür, dass man sich seinen Erfolg trotzdem aufbauen kann. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Gabi. Vielen Dank, dass du da bist und dir die Zeit erstmal nimmst. Von daher würde ich sagen, ich spiele den Ball wie immer einfach mal ein bisschen zu dir rüber. Das heißt, ich würde sagen, stell dich einfach mal vor. Das heißt, wer bist du, wie alt bist du und was machst du? Also ich bin die Gabi, ich bin 40 Jahre alt, komme aus Bayern. Und aktuell bin ich noch im Außendienst tätig in der handwerklichen Branche. Ja. Und hast du jetzt zusätzlich nebenberuflich deinen Onlineshop aufgebaut? Richtig, ja. Und was war eigentlich deine Motivation, mit einem eigenen Onlineshop auch wirklich selber Geld zu verdienen? Größtenteils, dass ich wieder mehr Zeit dann für meine Hobbys habe, wenn man den Hauptberuf dann ein bisschen zurückschrauben kann, wenn man noch ein passives Einkommen hat, mehr verreisen. Zeit haben. Ja. Und wieso hast du dich dabei gerade für Print on Demand entschieden und jetzt nicht für irgendein anderes Geschäftsmodell? Also ich habe schon mal China Dropshipping probiert. War jetzt nicht so meins, vor allem ich glaube, die Produkte, das hält sich immer ein, zwei Monate, dann muss man wieder Neues suchen, hat auch keinen Spaß gemacht. Bin ich nicht dahinter gestanden, dann habe ich halt versucht, was zu finden, wo ich dahinter stehen kann, was ich dann auch meine Freunde und Bekannten und Familie sagen kann, dass ich das jetzt habe. Und dann habe ich halt bei dir das gesehen mit Print on Demand und die eigene Brand aufzubauen. Damit konnte ich mich dann anfreunden. Was war das, was dir bei China Dropshipping dann keinen Spaß gemacht hat, wie du es gerade gesagt hast? Also waren es irgendwie Retouren oder Stornos oder Produktqualität oder Lieferzeit Also oder was war es bei dir? Lieferzeiten, ja, Retouren, dann muss man sich immer Gedanken machen, wie lange hält jetzt mein Produkt noch, wann ist es langweilig, wann brauche ich ein neues, welches suche ich dann wieder. Viel zu kompliziert. Verstehe ich. Und was war bei dir der Grund, dass du dir praktisch, ja, ich sag mal, ein zweites Standbein oder eine eigene Selbstständigkeit aufbauen wolltest und nicht langfristig im Angestelltenverhältnis drinbleiben wolltest? Ja, einfach mehr Freizeit. Zeit für Familie, Hobbys, Freunde. Was war deine größte Angst vor der Zusammenarbeit? Dass es aus irgendeinem Grund nicht funktionieren könnte, was Ja. aber nicht berechtigt war. Der Klassiker. Also warst du skeptisch? Würdest du sagen, du warst skeptisch? Ja, klar. Ich denke, dass jeder am Anfang skeptisch ist, aber mit Coaching funktioniert das. Wie viel Umsatz hast du in der Kürze der Zeit aktuell bis jetzt gemacht? Ich bin jetzt bei circa 20.000 Euro. Und was würdest du sagen für die, die jetzt hier aktuell zuschauen, worauf kommt es besonders an, wenn man jetzt gerade A mit einem eigenen Online-Shop oder B gerade auch im Print on Demand solche Umsätze erreichen möchte? Also ich finde es wichtig, dass ich hinter meinem Shop stehe, hinter die Produkte. Und ja. Und was, ganz entspannt alles. Und ich meine, was würdest du sagen für jemanden, der jetzt vielleicht noch nicht in so einem Coaching drin ist? Inwiefern hat dir das Coaching von uns genau dabei geholfen, solche Umsätze aufzubauen? Also wenn ich Probleme habe, dann kann man dir jederzeit per WhatsApp schreiben. Man bekommt auch relativ zeitnah Antwort. Dann zur Not hat man noch die wöchentlichen Calls, wo man persönlich die Fragen stellen kann. Und ja, in der Masterclass, da ist ja eh alles eigentlich per Video sehr gut beschrieben. Also da bleibt kaum eine Frage offen. Rundum sorglos Paket. Richtig. Was würdest du sagen, wie hat sich dein Leben durch das Hook Consulting Coaching verändert? Ja, ich habe jetzt nebenbei meinen eigenen Online-Shop, mit dem ich sehr glücklich bin, hinter dem ich stehen kann. Hätte ich mir vorher nicht vorstellen können, dass ich meine eigene Brand habe. Also ist sehr cool. Schön. Ich meine, wie fühlt sich's für dich an, endlich wirklich auch komplett unabhängig oder auch online Geld verdienen zu können? Ja, ist natürlich eine schöne Sache, wenn man nebenbei noch ohne viel Aufwand, sage ich jetzt mal, noch ein passives Einkommen hat. Also wer mag das nicht?
Und welche Ratschläge würdest du jetzt vielleicht einem kompletten Online-Shop-Anfänger oder generell irgendjemand geben, der noch ja komplett am Anfang steht, irgendwo sagt, hey, ich will mir was Eigenes aufbauen, was mache ich am besten, wie gehe ich vor? Ja, also schon am besten sich irgendwas suchen, was zu einem passt, wohinter man steht, wofür man sich nicht schämen muss. Dann braucht man natürlich eine gute Anleitung, die ich bei euch gefunden habe in dem Sinn. Ja, nicht aufgeben, auch wenn es mal einen Tag schlecht läuft. Immer weitermachen. Sehr schön. Und rückblickend, was war dein schönster Moment während des Coachings? Ja, wenn dann Kundenfeedback kommt, die sehr zufrieden sind oder größere Anfragen. Viele Leute auf einmal mit deinen T-Shirts ausgestattet werden und die dann alle damit rumlaufen und sehr glücklich damit sind und keine Ahnung. Und vor allem, du wirst ja gerade eigentlich, werden wir im zweiten Interview noch drauf eingehen, so ein bisschen eine Spezialistin für Firmen oder Großanfragen. Aber ja, da lassen wir die Spannung noch ein bisschen oben, sage ich mal. Das heißt, abschließend, was würdest du sagen, was ist dein Ziel mit deinem Online-Shop für die nächsten, ich sage jetzt mal, 12 Monate? Ja, natürlich weiter ausbauen, bekannter werden, größere Umsätze fahren natürlich. Mal schauen, was da möglich ist. Aber ich denke, es geht steil bergauf. Das heißt, wäre dein Ziel dann eigentlich auch wirklich, wenn du dann irgendwann so weit bist, den Job im Endeffekt komplett zu quitten? Oder soll es für dich einfach wirklich nur ein ja gut geldbringendes zweites Standbein sein? Also aktuell soll es erstmal noch ein gutes zweites Standbein sein. Und früher oder später wäre es natürlich schon schön, wenn das komplett dann das Einzige ist, aber ist jetzt aktuell noch nicht so geplant. Sehr schön. Dann würde ich sagen, vielen Dank an der Stelle schon mal. Und ihr seht in dem Fall, na, die Message geht immer natürlich auch an die Jungs, aber auch an die Frauen. Ihr seht, ihr könnt euch genauso ein Unternehmen aufbauen. Ihr könnt das Ganze nebenberuflich aufbauen. Das Ganze funktioniert. Und wenn du an der Stelle sagst, hey, ich will mir schon lang was Eigenes aufbauen, du willst einen eigenen Online-Shop aufbauen, du willst dein eigenes E-Commerce-Business aufbauen, dann nutz gerne den Button, den du wahrscheinlich irgendwo unterhalb oder überhalb oder rechts oder links neben dem Video siehst. Dort kannst du dich auch gerne für ein Beratungsgespräch mit mir bzw. mit unserem Unternehmen eintragen. Dann lernen wir uns erstmal kennen und im besten Fall trittst du dann in die Fußstapfen auch von Gabi, gehst den gleichen Weg auch zum Online-Shop, zur finanziellen Freiheit und zu deiner eigenen Brand. In diesem Sinne, wie gesagt, danke nochmal Gabi an dich und wir lernen uns dann beim Beratungsgespräch kennen. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.